Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge wollen wir endlich an dieses wunderschöne Material, an das Swarl Brand Alloy Dust ran. Und zwar, wenn es geht, bitte in der Ausführung fertig. Und ich habe schon mal die 16 Coils fertig. Ich habe jetzt schon mal einstecken. HV Energy Hedge. Ich habe das alles hier abgebaut. Momentan ist mir der Muffler Hedge in LV noch egal. Denn werden wir irgendwann auf HV machen, wenn wir genügend Stainless Steel wieder haben, weil das geht uns nämlich auch langsam aus. Also lassen wir es erstmal. Ich habe jetzt hoffentlich alles dabei. Ich habe ein bisschen Blue Alloy Kabel dabei. Ich müsste einen Battery Buffer dabei haben. Ich habe zwei Batterien dabei. Ich muss halt momentan ein bisschen gucken. Wobei, nein, das kann ich nicht machen, was ich gerade im Kopf hatte. Ich brauche mehr Zweier Kabel. Habe momentan 8 Stück gemacht. Ich habe da die Befürchtung, dass mir das nicht reichen wird. Machen wir gleich nochmal 4 mehr. Auch gerade schön dabei, noch Rubber Dust herzustellen. Belehrung bekommen. Heißt, wir haben jetzt 12 Kabel. Jetzt hoffen wir, dass man das, jetzt hoffen wir, dass das wirklich reicht. Habe nämlich schon mal unten alles so weit aufgegraben, dass wir da schon mal auf der sicheren Seite sind. Wo wir hin müssen. Zweifachkabel, wobei ich hätte überhaupt kein Zweifachkabel gebraucht. Ich hätte ein Einfachkabel gebraucht. Ist egal. Irgendwann brauche ich sogar ein Vierfachkabel dort. Ja, zuerst habe ich mir ja gedacht, ich mache den daher mit Achtfach. Aber wenn es dann der auch noch die Batterien überlastet, dann könnte es sein, dass das kontraproduktiv ist, also lasse ich es lieber. So, jetzt haben wir hier dann den Battery Buffer. Mal, dass der gleich anfängt zu laden. Jawohl, das tut er somit. Ja, das könnte sogar reichen. Ist sogar genügend Kabel dabei. Ich glaube, ich habe das nicht mal so falsch gemacht mit dem Zweifach. Das heißt nämlich, kann das Kabel noch weiterführen und dann die dementsprechenden Sachen drauf machen. So, jetzt muss ich mal schnell gucken, wie habe ich denn das hier gemacht? Er ist auch der fliegende Holländer, okay. Heraus. Habe jetzt hier mein Elektro Blast Furnace, der kommt hier hin. Dann habe ich hier daneben Input Bus. Auch hier so. Haben wir hier definitiv Output Bus. Wahnsinn. Ist ein Input-Bus. Auch sehr schön. Output. Dann haben wir jetzt zweimal Energy. Ich gehe nach unten.
So, dann haben wir noch den Maintains, der kommt dahin. Es ist halt pieps egal, weil das ist alles, was es sich teilt. Entweder er teilt sich es mit dem Hintern oder mit dem Vordern. Ja. Muss es trotzdem anders aufbauen. Ich muss es so aufbauen. Geht nicht anders. So, dann haben wir jetzt dann nämlich hier den Input Hatch. Dann haben wir zweimal das da. So, dann haben wir die Calls. Mal gleich noch den an. Drehe ich dich nach oben. Okay. Und jetzt heißt es für mich, einmal mit dem Portable Scanner drauf und wir haben jetzt einen 3800 Kapazität , 3800 Kelvin. Also jetzt sind wir endlich über diese 3000 drüber und wir haben EV. Also das ist jetzt ein Monster EBF für unsere Verhältnisse. So, dann heißt es jetzt für mich einmal, ich brauche einen Gummihammer. Crowbar. Auf. Wrench. Screwdriver. Wegräumen, das bist Abteilung. Ja, Soldering Iron. Soll ich schon. Ja, das ist wirklich schnell. Der, den soll ich laden. So, das heißt, ich habe jetzt noch den Hammer. Die Pfeile, glaube ich, fehlt jetzt noch. Hammer. Pfeile. Jo, schaut gut. Ach, dann holen wir den Hammer ab. Haben den Prozess aktiviert. Dann geht es wieder zur Werkstatt, weil ich habe natürlich das Zeug vergessen. Armor war Brand Alloy. Dafür brauchen wir auch Hydro. Ich habe hier gar keinen Gummiwerk. Schlafen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen EBF, der mal richtig, also der wird richtig Saft rausfressen. Aber der hat auch Geschwindigkeit.
Also da kannst du jetzt auch Stainless Steel innen schnell machen. Jetzt mal Stahl wird gehen. Aus. Lassen nur die FPS weg. Bin dann noch beim Überlegen, ob ich Light Level Overlay mit reinmache. Einfach nur mal zu gucken, ob der auch so gefräßig ist. So, und da habe ich jetzt auf jeden Fall noch genügend Hydrogen. Rein. Da rein. Ah, genau in Output was am besten reinschmeißen. Da kann nichts kaputt gehen. Vorteil. Ah. Einfach mal war Brent Alloy vernichtet. Du bist wahrhaftig intelligent. So, jetzt ist auch Strom dran, jetzt hätte ich es reinschmeißen können. Bei Brent. Erläuterst. Ich stelle ich wie hier. Ender-Eye, Energetic Alloy, Chrom. Hat zu den anderen gesagt, ich brauche kein Chrom. Oh, habe ich gelogen. Ich gerne den Magneten herstellen. Fertig, Alloy. Conductive Iron, Black Steel. Mit. Gerade gesagt, er hat zwei Black Steel da drin. Ach komm schon. Granit, Goldsand, Cadmium, Radium, Gallium,
Oh Mann. Black is black. Conductive Iron, das brauchen wir auf jeden Fall auch. Ja, ich bin wirklich blind. Ich habe das nicht gesehen. Powder. Natürlich klar. Moment, vielleicht haben wir das noch hinten. Bearbeitung. Natürlich wurde hier Frühjahrsputz gemacht. Mist. Als Elektrolyse. Ne, Zentrifuge. Zentrifuge haben wir da drüben auch schon eine? Ich glaube ja. Glaube, die haben wir schon gebaut. Wegen sowas wie jetzt. Braucht immer noch 19 Sekunden. Eine HV-Zentrifuge. WTF. Wir können den schon mal da reinhauen in den Maserator. Das und das und das. Ich. Du wirst auch gleich mit drauf gemacht. So, und jetzt kommt dann das. Jetzt brauche ich natürlich noch Enderei. Brauche ich jetzt. Dann. Brauche bitte Lager. Oder? Dafür brauche ich jetzt einen HV Chemical Reactor. In. Bearbeitung. So, und zwei Chromdust. So, jetzt haben wir 6 war Brand Alloy Dust. Ist Gott sei Dank nicht so, dass wir nichts machen müssen. So, dann hoffen wir jetzt mal, dass es jetzt funktioniert. Klick da nochmal drauf. Ich schmeiße aber auch erstmal nur einen rein. Tank irgendwo. Ja, ich habe hier einen Tank. Tank muss ich mal leider schnell abkapseln.
Jetzt? Weingrün? Achso, ja, der ist ja ausgegangen. Gegangen heißt draufhauen. Der war zu kurz an. Der hat nicht funktioniert. Warum? Dreitausend Kelvin. Kommt HV-Energie? Die kommt von hier. Die Batterien sind voll. Das Kabel ist angeschlossen. Habe 3801 Kelvin. Weiß warum. Weiß es, ich weiß es, weil ich doof bin. Das heißt, ich kann das unten machen. Hoffentlich, wenn ich genügend AV-Batterien da habe. Ja. Das ist natürlich jetzt das, wenn man das Ding auf EV trimmt. Ich muss mir jetzt schnell mal 6 HV-Batterien ausleihen. Aus verschiedenen Bereichen. Aus dem Bereich nicht, weil da sind die Batterien leer. WTF? Okay, ich habe hier Smog-Alarm. Abend. So, 1, 2, 3, 4. Das heißt, da hängen jetzt 6 Stück dran. 8. Das heißt, wir müssen definitiv jetzt auch noch HV-Batterien herstellen. Und wir müssen die Energie, das Energiezeug besser herstellen. So. Für diejenigen, wo es noch nicht geschnallt haben, warum es nicht ging. Ganz einfach. Ich habe hier EV aufgebaut. Und EV sagt einem, ich verdoppel das. Aber er braucht auch für den Hochswitchen, glaube mindestens 2 Batterien. Wenn nicht sogar 4. Da habe ich jetzt 4 rein. Pro Hedge. Dass er wenigstens mal durchläuft. Denn wir möchten ja eigentlich gerne Ductive Iron.
Conductive Iron habe ich ja sogar schon einstecken. Genau, das ist der Vibrant Crystal. Und davon brauche ich Vibrant Alloy Nugget. Genau. Heißt, ich habe jetzt hier mein Hot Vibrant Alloy Ingot. Den schmeiße ich jetzt in den Input Bus. So, jetzt habe ich meinen Vibrant Alloy Ingot. Muss ich momentan ein wenig schicken, weil sonst schafft man es wieder nicht. So, und jetzt brauche ich dafür das ist total schön. Ich freue mich jedes Mal, dass zum Beispiel Nuggets, wenn ich jetzt Nuggets suche, im Alloy Smelter mit Mold Nuggets. Danke. Diesen Käse. 1000 Folgen gebraucht. Ich brauche jetzt, glaube ich, davon 8. Davon einen. Im Assembler. Den kann ich sogar im AMV-Assembler machen. Brauche nur die anderen Maschinen dazu. Hurra, hurra. Okay, aber er braucht ein bisschen. So, Conductive Iron. Habe ich noch nicht in meiner Auswahl. Machen wir jetzt aber gleich rein. Das heißt, ich brauche jetzt dafür im Mixer Silber, Eisen und Redstone. Alloy Dust. Weiß ich noch nicht, ob ich noch Redstone Alloy Dust habe. Ich mich kenne, nein. Bei Redstone Alloy Dust. Brauche ich Redstone, Kohle und Silikon. Sein. Aus, kommst rein, rein. So, dann heißt es jetzt, ich brauche, okay, ich brauche 4 Conductive Iron Plates und 2 Electrical Steel Plates. Muss ich halt hoffen, dass ich hier noch irgendwas rumfliegen habe. Electrical Steel.
Auch nicht. Aber was brauche ich da dafür? Auch Kohle, das, Silikon und Stahl. Alles klar. Weniger. Hoffentlich haben wir noch genügend Stahl. Ich glaube, Sebo ist schon dabei, für unsere nächste Aufgabe zu arbeiten. Alles Mundus herstellen und freundliche Han. Erleichtern. So, dann brauchen wir hier 4 Stahl. Muss. Also wie gesagt, wenn ich das laufen würde, würde der ein weniger sehen. Du kommst raus. Du kommst rein, du bist jetzt der Stahl, du bist jetzt die Kohle. Auch nochmal. Kann ich oben lange warten, da kommt nichts. Also Energetic Alloy kann ich auch mal erstmal da reinschmeißen und bei Brand Alloy auch. So, ich brauche jetzt Conductive Iron. Conductive Iron ist Iron Dust, Redstone und Silver. Meinem Glück haben wir jetzt natürlich auch kein Silber da. Reinschmeißen. Eisen, das kann sein. Ach so, genau. Voll. Fertig. So, davon brauchen wir jetzt 4 Platten. Oxy. Okay, also das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall Minimum. Gib mir mal 5 Zellen. Brauche jetzt 5 mal Oxy. Dahin. So, und dann brauchen wir noch, was war das andere? Electrical Steel Plates. Electrical Steel. Hervorragend, brauchen wir auch Oxy. Mal das. So, und dann nach hinten. Bearbeitung. Unserem Super EBF. Braucht es noch 7 Sekunden. Start.
60 Sekunden. Der Magiestromfresser. So, und jetzt brauchen wir noch Electrical Steel. Ne, paar 7 Sekunden. Ja, das nenne ich mal Zeitreduzierung. Dann heißt es ab in die Werkstatt. Vor allem, wie viele Folgen das Ding jetzt gedauert hat, ne? So, mein Vibrant Crystal ist da. So, ich habe jetzt Kontaktiv. Ich habe die Electrical Steel Plates. So, genau, die kommen dahin. Die kommen dahin. Brauche noch einen Magnetic Steel Screw und einen Wrench. Wrench habe ich einstecken. Einen Magnetic Steel Screw. Habe ich zum ersten Mal, dass ich die brauche. Aber nichts leichter als das, ne? Da hat der kleine Drag sich was gebastelt, was total schön ist. Eigentlich müsste ich das in HV laden können. Aber das ist ein LV-Magnet. Oh Gott, der braucht 3 Jahre und 10 Monate, bis der voll ist. Sehr schön. Jetzt muss mir nur noch einer mal erklären, wie ich den lad. Muss ich jetzt mir von Ender.io ein Ladeding bauen oder was? Ja, das ist ja scheiße. Ja, das ist auch LV. Der wird einfach nicht geladen. Na, herzlichen Glückwunsch. Also ich habe schon mal einen Magneten, kann nur noch nicht nutzen. Dann muss ich ihn einschalten, dass er vielleicht geladen wird. Mal den. Ja, nee, das müssen wir rausfinden. Das finden wir auch bis zum nächsten Mal raus. Wenn ihr, ja, Tipps habt, Tricks habt, wo ihr sagt, hey, das geht ganz einfach, du musst nur, genau, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.